Hallo und willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ah, ich freue mich riesig, wieder spielen zu können. Und oh, Möwen. Und da sehen wir noch die Schlange hinten. Die Midgard-Schlange. Würde sagen, gehen wir mal hier in diesen Tempel. Ich glaube, das ist ein Tempel hier. Mal sehen, was uns hier erwartet. Eine Cutscene. Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is Sackseed. Have I got something for you two? Brock? What? But how did you... Wieso None of your Brock fucking here? Business. Now get in here, I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You okay. Watch. Das ist also Brocks Laden hier. Wir müssen mit Brock sprechen und ich liebe Brock. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie voll cool. Oh, Steinformation. Können wir die kaputt machen? Nee. Okay. Ja, dann reden wir mal mit Brock. Was hat er denn zu sagen? Catch! The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree. A shortcut between the realms. Okay. If you ever see him out in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path, lest you want death. Yeah, I don't see us wanting that. Den Weg zum Turm beschreiten, okay? Also wir haben jetzt so die Schnellreise freigeschalten, sage ich jetzt mal. Oh, Kartenmenü. Kartenmarkierungen zeigen interessante Punkte auf der Karte und können nach Kategorie gefiltert werden. Okay, ah, hier sehen wir auch die Schlange. Und wo wir uns gerade befinden. Mystisches Tor, das ist halt wahrscheinlich einfach die Schnellreisestation. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's aber jetzt auch. Ja, Yggdrasil kennt man ja auch, der Weltenbaum. So, what you find out there? Talismane, Knäufe und Zauber sind jetzt im Laden verfügbar. Okay. Rüstung kann wie andere Ausrüstung in Läden verbessert werden. Drücken Sie, um die verbesserten... Okay. Rüstung verbessern. Das Verbesserung von Rüstung verbesserte Werte, Kraft und kann... Okay. Zauber? Okay. Was das jetzt so bedeutet, weiß ich jetzt noch nicht. Oh, ich wollte gar nicht weggehen. Sorry. Muss nochmal nachgucken. Klauenbogenverbesserung, okay. Axtknauf. Knäufe können an ihrer Waffe angebracht werden. Jeder Knauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni, je nach Vergehen im Kampf. Knäufe können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Ah, okay. Hohe Bonus-Aktivierungschance auf einen Segen der Abklingzeit. Da sehen wir auch, wie sich unsere Werte verbessern. Und wie die Knäufe aussehen. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Das kostet 30 Talismane. Das ist wahrscheinlich einfach nur Boni. Gewährt für einige Sekunden eine unbesiegbare Barriere, wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level. Oh, okay. Gewährt einen kurzen Schub der Stärke, wenn Kratos Gesundheit. Okay. Lieber Verteidigung oder Stärke? Ich glaube, ich stelle das mal hin. Das hört sich irgendwie gut an. Und ausrüsten. Dann haben wir jetzt auch einen Talisman. Einen Axtknauf haben wir halt jetzt noch nicht. Hm.
Runen haben wir halt gar nichts. Ich glaube, das mache ich auch mal schnell. Und rüstet das aus. Sieht unsere Axt jetzt richtig spiky aus. Ah, hier könnten wir den Gürtel verbessern. Und Kratos Armrüstung. Kann man auch alles noch verbessern. Richtig cool. Aber wir haben nicht genug Hacksilber. Den Bogen von ihm hätte man auch verbessern können, aber habe ich jetzt leider nicht gemacht. Oh, den können wir auch noch verbessern. Don't chop some fuckers with that. Sehr nice. Ja, okay, ich glaube, das muss es jetzt erstmal gewesen sein. You sticking around for grains of wisdom? Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Kann man das kaputt machen? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin wollen. Können wir wieder rausgehen? Ja, können wir. Dann. Von hier kamen wir, ne? Ja, da ist unser Boot. Was ist hier? Gibt's hier noch irgendwas anderes? Atreus, follow me. Be right there. Okay, neues Artefakt gefunden. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite? Nee. Ich dachte, wir sind eigentlich auf der ganz anderen Seite. Geil, wir gehen wieder hoch. Zu den Möwen. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen, aber ich denke mal schon. Es sieht irgendwie alles ziemlich cool aus. Drehen wir mal hier dran. Okay. Können wir hier was machen? Ja, was ist das? A horn. Ein Horn. Here's the end. Can we blow into it? Without knowing the outcome? Well, we usually push every button, pull every lever we see. Outcomes we can predict. No, this is something else. We must develop your instincts. Okay, das ist irgendwas anderes. Das heißt, man sollte hier nicht reinpusten. I knew it. We are blowing the horn. No, we are testing your resolve. I have resolve. A bunch of it. I won't blow into it if you don't. I won't blow into it if you don't. Ja, okay, jetzt kommt nichts mehr. Ja gut, dann können wir hier auch noch nichts tun. Schade. Ich hätte eigentlich gern reingeblasen in das Horn. Naja, mal gucken, was wir ja sonst noch so machen können. Was gibt es denn hier noch so? Ein großes Tor. Und ich höre schon Gegner. Okay. Atreus, fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Okay. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Ich glaube, ich müsste eh mal Fähigkeiten verbessern, weil wir... Oh, okay, die explodieren. Wenn wir die kaputt machen. Das ist gut zu wissen. Jetzt, wo Atreus auch jemanden getötet hat, fühlt er sich irgendwie sicherer, auch zu kämpfen. Mit Glück. That tower leads through to the mountain. I'm ready. So, Silber kriegen wir auch. So. Häscher hatten wir schon. Sie waren einst gewöhnliche menschliche Häscher, aber die Seher-Magie scheint sie verdorben zu haben. Man mag dies wohl... Ich kann nicht reden, oh mein Gott. Wann mag dies wohl geschehen sein? Okay, alles klar. Was ist das hier? Okay. Mal hier die Truhe aufmachen. Man kann hier so viel bewegen. Also, kann ich das alles einfach nur entziffern? I don't know these rooms. If we find a cipher, I bet I could figure it out. Okay. Die kann er nicht lesen? Kann er die lesen? Wahrscheinlich nicht.
We should come back with a cipher. Okay. Schade. Wieder Hacksilber. Hier geht's runter. Hier sind überall Boote. Jetzt fühle ich mich irgendwie so, als ob ich ins Boot steigen muss und alles erkunden muss, was hier gibt. We should search them for resources. Okay. Nein! Oh, ich wollte nicht anlegen. Verdammt. Da kam die alte Assassin's Creed-Steuerung wieder durch, dass man mit Kreis beschleunigt, wenn man in der Gondel sitzt oder so. Okay, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Geheimbereich entdeckt, okay. Was ist das hier? Ah, wieder irgendwas, was Atreus lesen kann. Hier die Dinger kaputt haben, bevor die irgendwie erwachen oder so. Ich hab Schiss vor sowas. Hier, boy. Yes, sir. Lies mal. Kvekja. Oh. Was? Inselfeuerschalen entzünden. Ich konnte diese Feuerschale entzünden, indem ich Runen gelesen habe. Vielleicht eine Art Zauberspruch? Um den See der Neuen gibt es bestimmt noch mehr davon. Gab es hier mehr Menschen, bevor das hier ein See war? Wo sind sie alle hin? So viele Fragen. Ich wünschte, wir könnten die Weltenschlange fragen. Oh mein Gott, was ist das? Und wo ist das Viech? Da hinten. Ich hab nicht getroffen. Ach, das sind mehrere auch noch. Was wirkt die Axt nicht bei denen? Ich hab schon gedacht, die Axt wirkt bei denen nicht. Aber alles safe. Was ist das? Ein Spirit. It's talking to us. And it hears you as well. Don't be shy now. You're dead? You're very perceptive and reckless. Take caution when lighting these braziers. Sailor and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm, but we, lucky few, are stuck here in Midgard until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Spirit. Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. Ooh, okay. Vielseitiger Kriegergriff. Gewöhnlich Axtknauf, okay. Erhöht Stärke, Abwehr und Glück. Hier können wir uns eigentlich angucken. Das verschlechtert eigentlich bei uns ein bisschen was, außer die Abwehr. Nee, brauche ich nicht. Geister befreit, okay, wir können Geister befreien. Und holy shit, was ist das eigentlich für ein Riese, der hier liegt? Das ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Holy moly, wie cool. Was habe ich jetzt gemacht? Kann ich Atreus da rein schicken? Geh ins Loch, Junge. Geh ins Loch. Siehst du irgendwas? Ah, oh, da bist du ja. So, was gibt's hier?
What? Okay. Was ist da drin? Hey, it's a fragment of a language cipher. We should look for more like this. Okay. In Chiffren ist das. Oder Chiffrein? Chiffrein? Weiß ich genau, wie es ausspricht. Aber genau das, was wir gesucht haben, damit wir, glaube ich, die Schrift entziffern können. Okay, hier können wir nicht in der Kontinuatribus rein. Ja, nice. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Obwohl, da kann man irgendwie auch noch hoch. Auf jeden Fall gibt es da noch eine Kette, der man runter könnte. Aber keine Ahnung, gehen wir erstmal wieder zurück ins Boot. So, I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs, only wants. It feels wrong to ignore them. You will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. I thought as much. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Aber naja, egal. Gehen jetzt wieder hier zurück. Legen an. Aber voll cool mit den Geistern. Gefällt mir alles sehr. Auch hier der ganze Style sieht einfach richtig cool und episch aus. Mal sehen, was es hier gibt. Erstmal hier unten. Okay, hier kann man nicht weiter. Dann muss ich hier hoch. Geheimbereich entdeckt man wieder. Okay. Here we go. Oh Gott, da sind diese Nachtmare wieder. Okay, alles klar. Oh, ich will das aufmachen. Boy. Ah, wieder so eine Schriftrolle. Boy. It's some kind of drawing. Maybe a map? Oh, maybe a treasure map. Was? Treasure Map. Mozognir, Herrscher über Mann und Bestie, ich besuche sein Königreich, um zu sehen, ob er alles zum Schmieden der legendären Rüstung hatte. Aber ich sah nur Tod und Leid. Diese Gabe ist für all diejenigen, die unter des Zwergenkönigs Weg zum Ruhm glitten. Königreich des Jägers, okay. Belohnung, seltener Zauber, ein Stück Leibter-Rüstung, 5 Stück festen Svartalfheim-Stahls, okay. Und wie komme ich dazu? Wahrscheinlich einfach alles absuchen. Hier komme ich nicht hin. Und ich muss hier wieder die Runen aktivieren, aber... Ja, wie mache ich das? Wieder die ganzen Rätseleinheiten. Okay, nee, das hält anscheinend. Ja, dann. Ah, wie assig. Oh, wie schnell muss man denn da sein? Aber ich hab's geschafft. Good find.
Sehr gut. Mal sehen, was hier drin ist. Vielleicht noch ein Apfel oder... Ja, ein Apfel. Ein weiterer Apfel. Jetzt habe ich schon 4 von 9. 9 Äpfel waren es, glaube ich. Und ich will da hoch, aber keine Ahnung wie. Oder geht das auch, wenn ich die Axt da dran werfe? Ups, das wollte ich nicht. Okay, weiter geht's nicht. Kann man jetzt hier irgendwie irgendwo lang? Father, look up there. Ja, ich hab doch geguckt. Da gibt's, glaube ich, nicht mehr. Hier kann ich ihn auch wirklich nicht hochschicken. Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Nichts mehr. So. Dann haben wir jetzt mal so ein bisschen Secret Stuff gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier in diese fette Tür rein. Oh, cool, da ziehen so Leute dran. Mal sehen, was uns erwartet. Okay, der ist auch besiegt. Oh fuck, da war noch einer. Den hab ich nicht gesehen. Geh weg. That's over. Okay, dann lies mal vor. Kannst du die lesen jetzt? I still can't read these. Echt nicht? Wir haben noch ein Chiffrier-Ding gefunden. I still can't read these. Okay, kann sie echt immer noch nicht lesen. Ich hab mehr von dir erwartet. Oh, hier ist noch so ein Schreinding. Look here, another. Look, it's the world serpent. He's so much bigger than I imagined. Oh, look, he bit Thor. Or will bite him. Looks like. Okay. Das ist sowas? Mehr nicht. Jörmungandr. Die Weltenschlange erstreckt sich über alle Gewässer Midgards. Vielleicht ist nur sie groß genug, um Thor zu beißen. Oder besiegen. Nicht beißen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir sie getroffen haben. Ja. Kann ich eigentlich auch nicht glauben. Voll cool. Okay. Dann gehen wir mal weiter. What is that? Smells awful. Poison. Werfen Sie die Axt auf hohen Stangen, um sie einzufrieren. Ach, man kann das einfrieren? Wie cool ist das denn? Das ist echt sehr cool. Okay, da ist mehr. Lauf, Junge, nicht niesen! Was gibt's hier? Noch mehr davon. Und hier kann ich hochklettern mit Atreus. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Hä? Hier sind wir doch hergekommen. Ach, das ist einfach nur ein Weg zurück? Ernsthaft? Wow, okay. Das hat sich irgendwie kein Stück gelohnt.
Was speichert jetzt? Mal sehen, was wir damit machen. Oh ja. Das tat gut. Ist es noch ein Geist? Ah, ein Tatzelwurm ist das. Ein Tatzelwurm ist halb Eidechse, halb Katze. Eine Eidechsenkatze. Oder eine Katzeneidechse oder sowas. So oder so ist diese Kombination schon sehr seltsam. Er vergräbt sich gerne in der Erde, um die Entfernung zu seiner Beute zu überwinden. Seine Klauen und Zähne sind extrem scharf, doch die größte Gefahr geht vom Giftstachel an seinem Schwanz aus. Okay. Ja, kann ich hier wirklich nichts machen? Ah, hier ist noch eine Kiste. Another cipher piece. I'll see what I can fit together. Okay, man braucht mehrere davon. Ich habe gedacht, das reicht eins. Okay, hier können wir auch nichts machen. Dann klettern wir mal hoch. Oh, what were those things? They smelled awful. Your mother called them scorn poles. Poison magic. She was the one who showed me how to disable them. What? It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Das stimmt. I don't think that'll work. Na, okay. Danke, dass du mir den Tipp gibst. So. Und was haben wir hier? Whoa. Sure is foggy here. Another dwarf. Should we? No. He is of no consequence. Excuse me, but how did you come by that axe? That is my concern alone. And while I won't dispute that, I know that blade. It was one of ours, but we didn't make it for you. Step aside. I can't. See, the woman we made it for, I was, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left its father before she died. Face dead? I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's true, but... But knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you put it down over there? That handle is... No. Filthy. Okay, then. I will just... Oh. Oh. Echt jetzt? Oh. Oh, is that dried blood? Oh. So, what were you working on? Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down.
And you know how to fix it? Not even a little. Weiter in Richtung des Berges. War das jetzt wirklich alles? Did you really make that axe for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. It's one of our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say, Madhurin sem Gengur, egen vigum hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Be careful where you're going. There's nobody nice out here anymore since all the people left. I mean, I hate to generalize, but mostly they just try to kill you. Good tip. Kann man noch mal mitnehmen? I know it's not my business, but if I were you, I'd wash off that symbol painted on your neck. We were told it would help protect us. Was that a lie? Oh, no, it's a protection stave, all right, but you can't render that pigment into paintable texture without blending it with boar urine. And is that really better than death? Maybe a little. Well, it's your neck. Oh man, richtig, richtig coole Gespräche. Ja, das ist der gute Bruder vom Brock. Oh, I could use a distraction. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Auferstehungssteine können erworben werden, damit Atreus Kratos wiederbeleben kann. Drücken Sie... Okay. Auferstehungssteine. Okay. Ja, kauf mir einfach mal einen. Drücken Sie... Ja, okay. Alles klar. Okay, und sonst? Axtknauf? Gibt's da irgendwas Neues? Wir haben zu wenig Geld. Now, there is something else to tell you. Okay. Ja, dann rede. Oder rede halt auch nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier diesen Part von Let's Play God of War. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zusehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Part.